War das Schiff mal wieder zum Laufen. Also, wie weit können wir denn nach vorne schwimmen? Ich glaube, es wäre schon sinnvoll, das Schiff mal zum Laufen zu bringen. Tja. Auch wenn ja alles kaputt ist. Versuchen wir es mal. Es bewegt sich. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Wind. Nee, Wind ist hier eher weniger. Sieht nicht gut aus. Lass das Segel trotzdem mal offen. Vielleicht bringt es doch irgendwann mal was. Und da oben ist was, da können wir. Sollten wir mal löschen. Ein bisschen abkühlen. Mit der Klappermühle mal ein bisschen vorwärts. Es ist ja auf Top Speed eingestellt, aber Top Speed ist gerade nur langsam. Was gerade halt geht. Besonders schnell fahren ist auch nicht drin. Dann kocht der Kessel. Na toll. Die verdammte Flutwelle. Fahr so schnell es geht. Kiste abkühlen. Haben wir noch ein bisschen Zeug. Nicht den Blumentopf verpulvern müssen. Ja, ich weiß, die Kiste brennt. Ich muss die hier aber gerade mal schon stehen mal wieder. Na komm.
Luft aus dem Pad hier ist auch raus. Aus dem. Na, es geht. Hier löschen. Hier weiter trampeln. Hier werde ich mal hochgehen, mal gucken, ob der Segel weht, verdächtig im Wind. Das vielleicht doch irgendwas bringt. Na, wir sollten dieses zerfledderte. Ja, ich komme ja schon. Und wenn der Bolzen da raus ist, dann geht nichts mehr. Nicht zurecht gesehen. Fehlanzeige. Bin ja schon. Auf geht's. Weiter voran. Volle Möhre. Ist etwas unter uns? Ja, ich bin schon unterwegs. Wir haben angelegt, sieht fast so aus. Haben wir noch nicht. Das Radarzeichen finde ich ein bisschen suspekt. Das war, glaube ich, unser letzter. Allerdings. Okay, wir sind angekommen. Jetzt müsste das ja auch aufhören. Aber wir kühlen es trotzdem nochmal. Putze. Bauen wir das Reparaturdings. Das frage ich mal lieber ein. Bringt es ja sowieso nichts. Ich denke, wir müssen unten durch.
Wir tauchen. Okay, hier geht's nicht durch, hier auch nicht. Hier könnte sie durchpassen, aber nö. Treibstoff. Das kann ich immer hinnehmen. Den Blumentopf behalten wir. Bunte Farben. Grautöne. Sind wir hier bei 50 Grautöne oder was? Das ist ziemlich schlechtes. Ziemlich schlechte Geschichte. Die 50 Graustufen. Bin ich kein Fan von. Ah ja, das ist ein kleiner Grafikbug. Die Entwickler einmal beheben, falls das mal sieht und es noch nicht behoben habt. Irgendwann. So, ich denke, dann versuchen wir es mal nach oben. War eine schlechte Idee, das Ding runter zu klappen. Mal vielleicht darüber nach oben. Das ist gar keine so schlechte Idee. Schade, dass wir die Koffer nicht mitnehmen können. Einmal hier hoch. Okay, geht's weiter. Das sieht ja schon mal faszinierend aus. Wait, gibt's noch was? Paketchen. Das war jetzt ein bisschen blödsinnig für ein Paketchen. Das muss ein wichtiges Paketchen sein. Dass das so alleine da rumstand. Ich hänge es mal hier auf. Ich lege es mal hin. Und Schatztruhe. Eine Spielschatulle, die Musik spielt. Stimmt auch ein Achievement, wenn wir die mitnehmen. Hoffentlich. Das hier jetzt mal hier hoch. Oh je. Kann man sich überhaupt festhalten am Seil oder geht das nicht? Natürlich geht das nicht.
Eine Ehrenrunde. Ein Knopf. Ein Fahrstuhl. Da können wir nichts mitnehmen. Da geht's weiter hoch. Oha, ein schwindelerregender Höhen. Warte, da war was. Okay, so den Fahrstuhl oder was? Hier ist ein Hebel. Oha. Das müssen wir jetzt mal so machen, damit wir hochkommen. Alter Schwede. Wie weit wollen wir hier noch höher? Ich kriege hier Höhenangst. Aber drastisch. Drastische Höhenangst. Übertreib nicht. Ach du Schande, wo sind wir hier in den Garten? Ach du Schande. Wir haben ein neues Schweißgerät. Was ist das Wichtigste am Schmeißen? Richtig, das weh. Ein kleines Theater. Relikt den Alten. Aha. Hier wird eine Geschichte erzählt. In einem verrosteten Metall-Kino. Metall-Lichtspiel-Kino. Dings. Der Dings tut es am besten beschreiben. Dings ist sowieso mal eine gute Möglichkeit, was zu beschreiben. Hier kommen wir gerade nicht weiter. Okay. Ah, hier können wir rein. Knöpfle drücken. Oha. Geht's auf das Tor. Wir haben hoffentlich Apparatur, die sich reparieren lässt. Da kommen wir bloß gerade noch nicht ran. Und nun. Dann würde ich hier gehen durch. Aha. Tor öffnet sich. Aha.
Aha. Ein neues Bauteil. Laterne zeigt an, wenn es richtig ist. Ein blaues Bootsteil. General überholt. Ah ja. Jetzt kommt die Farbe Blau immer mehr hinein. Also das Türkis. Oh. Ja gut. Man kann auch schnell hinunter. Repariert. Repariert. Und noch nicht. Es ist gleich wie nagelneu hier. Ist wieder weg, das Ding. Könnte ich doch gut gebrauchen, später noch. Untersuchen wir mal das neue Teil, was wir gerade angehängt bekommen haben. Mehr Platz für mehr Lagerplatz. Wie geht's hoch? Wofür das wohl gut ist? Hier können wir Sachen hochheben. Und wie dies hier. Wir müssen angeln gehen. Ja. Das wird hier hochgeholt. Nicht schlecht. ja gut, doch sehr schlecht. Was hat man da geangelt? Ein kleines Klümpchen. Ja, wunderhübsch. Von so einem riesigen Teil. Das wird dann so ein kleines Ding aufgelöst. Deprimierend. Gut, dann können wir ja. Sollen wir die Säge schon mal aufspannen? Und dann wird das zu. Ich glaube, das könnte eng werden. Dann versuchen wir es mal. Und
Und dann hier mal mit dem Antrieb. Glaubst du, kommen wir hier nicht vorwärts? Löscht das Feuer. Wir müssen noch einen Weg hinausfinden. Einen Weg, die Tür zu öffnen. Erstmal unten gucken. Gibt es da oben noch was zu sehen? Ich sollte vielleicht hier mal ein bisschen zurücksetzen. Ich könnte das was bringen. Rückwärts. Kann es rückwärts? Und ja. Irgendwie auch nicht. Tja. Der Zahn ist noch nicht erfunden. Ich muss da oben auf dem Turm drauf. Womöglich. Haben wir hier wieder so einen Bug? Was heißt wieder? Löscht das gerade mal hier. Wie weiter? Mal gucken. Da kommen wir nicht durch. Jetzt immerhin den Knopf. Aha. Tor öffne dich. Haben wir das Rätsel Lösung beim Tauchgang gefunden.